Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wunderbar, danke sehr. Das ist wenigstens ein ehrliches Getränk. Mich hat es immer gestört bei den Aschermittwochsveranstaltungen. Da hatte ich traumatische Erlebnisse, wenn ich den Stoiber dann immer gesehen habe. Mit seinem, deshalb werden diese geschlossenen Krüge gereicht, weil nichts Gescheites drin ist. Ja, das machen wir nicht. Wir sollten uns nicht gewöhnen an das Verhalten der Altparteien. Bei uns zählt nicht die Verpackung, bei uns zählt der Inhalt. Das ist das, was AfD ausmacht. Und ich freue mich sehr, hier zu sein im bayerischen Kernland, der AfD in Niederbayern. Wenn man sich mal die Ergebnisse anschaut, das immer heißt, ja, im Osten, da seid ihr viel stärker. Wenn ich mir dann Ergebnisse angeschaut habe in Deggendorf, da muss ich sagen, da hinken wir noch hinterher. Also das passt. Schön ist aber auch, dass Niederbayern das 6%-Land der SPD ist. Das freut mich besonders. Das ist mal ein sozialdemokratisches Vorzeigemodell. Das hat Zukunft. Also wenn diese Sozialdemokratie erfolgreich an irgendwas arbeitet, dann ist es einstellig zu werden. Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Aber es hat dieser Arbeiterverräterverein, dieser Champagner-Sozialisten und Toskana-Fraktionisten auch verdient. Und da geht noch was nach unten. Das ist gut für Bayern und gut für Deutschland. Irgendwann wird die Versagensgeschichte der ehemaligen Volkspartei SPD eine Fußnote sein, zweitklassiger Geschichtsbücher. Aber die neue Volkspartei, die AfD, ist ja längst da. Nicht nur nach den Wahlergebnissen im Osten, auch nach den Wahlergebnissen in allen anderen Bundesländern. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Stefan hat es schon angesprochen und ich weiß, es haben sich schon einige abgearbeitet, aber ich kann es auch nicht lassen. Da haben wir ja immer noch diese utopiebesoffenen Verbotsideologen der Grünen. Ja, die reihen sich ja gut ein in diese Politik-Schauspielerriege zusammen mit dieser Regierungssimulation Bundesregierung. Und als Guido Reil vorher aufgezählt hat, wo wir überall belehrt werden aktuell, wo die Grünen wieder mal am deutschen Wesen die Welt genesen lassen wollen, das haben wir alle schon mal gehabt, das brauchen wir nie wieder. Guido hat eins vergessen. Guido hat eins vergessen, der Diesel. Ja, der Diesel, wenn wir der aktuellen Berichterstattung folgen, also wenn man so 3 Minuten an so einer Kreuzung neben so einem Dieselfahrzeug steht und man hat überlebt, dann hat man ja schon Glück gehabt. Also zumindest wenn man glaubt, was die Etablierten da so verbreiten. Das ist natürlich Blödsinn. Wenn das unser kleinstes Problem wäre, dann hätten wir wenig Sorgen. Es ist natürlich viel schlimmer und auch Bayern hat ja diesen grünen Hype erlebt. In manchen Regionen Baden-Württembergs und Bayerns, das sind meistens die Regionen, wo man vor Wohlstand kaum laufen kann. Und es liegt dann auch wirklich daran, dass man sich egalitäre Toleranz da am ehesten leisten kann, wo man am weitesten von den Problemen weg ist. Und das habe ich auch persönlich im Wahlkampf erlebt. Das habe ich auch persönlich in Bayern erlebt, als ich in der, das war in der Gegend, glaube ich, von Altötting, da ist ja auch die Masse der Region, ist wegen Reichtum geschlossen. Und es ist eine herrliche Region, aber genauso sind die Menschen. Ich hatte da eine der liebevollsten Gegendemonstrationen, die ich je hatte. Ja, da haben sich dann diese ganzen Gutmenschen versammelt. Man erkennt die immer an diesen Jack-Wolfskin-Jacken. Ja, die gehen ja jedes Mal raus, das ist ein bisschen wie Berlin-Prenzlauer Berg. Ja, die in diesen Kampfanzügen. Ja, wenn diese Mütter, die mit diesen Geländekinderwagen da durch die Stadt radieren, ja, diese Bergstiefel, Meindl-Bergschuh anhaben und so eine vierschichtige Gore-Tex-Jacke. Genauso war es da auch. Die haben sich dann versammelt, haben Kerzen hochgehalten, haben einen Choral gesungen. Wir haben immer gesungen, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Da bin ich dahin zu dieser Gegendemonstration und habe gesagt, ja, ich fürchte mich nicht. Ich sagte, ihr braucht euch auch nicht fürchten. Und dann hat mir eine von diesen ganz freundlichen Damen noch erklärt, dass dieser Weidezaun, der da offensichtlich schon nach dem Bewuchs zu urteilen 30 Jahre lang stand, nicht gezogen wurde, um es auszugrenzen. Ja, das war mir ganz wichtig, dass ich diese Nachricht bekommen habe, sonst hätte ich mich ins Kissen geheult abends. So ticken die. Aber wenn uns dann vorgehalten wird, und die Kollegen kennen es aus den Parlamenten in Bayern auch, es wird ja dann immer gesagt von den Altparteien, ja, die demokratischen Parteien. Ja, was ja im Umkehrschluss bedeutet, dass wir nicht demokratisch sind. Entschuldigung, ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns in irgendein Parlament reingeputscht hätten.
Ja, das ist nicht der Fall. Und ich sage es trotzdem nochmal, ich sage es immer wieder gerne, ich sage es trotzdem gerne für die, ich freue mich ja auch, einer der wenigen Verdachtsfälle hier zu sein, die unter euch weilen. Und für die Verdachtsfallbeobachter, denen ich jetzt den Aschermittwoch versaut habe, weil sie hier Dienst leisten müssen, sage ich das nochmal in aller Deutlichkeit und sehr ernst. Die AfD steht natürlich nicht gegen das demokratische System, das ist Unsinn. Wir möchten gar nichts abschaffen, nicht die Gewaltenteilung, nicht das Grundgesetz, ganz im Gegenteil. Wir greifen die Protagonisten an, die die Gründungsideale unseres Staates, unserer Ordnung, unserer Gesellschaft aus ihren ergatterten Versorgungsposten heraus in der Regierung und den Apparaten angreifen und aushöhlen. Das machen die nämlich. Und das... Und das sind die wahren Prüf- und Verdachtsfälle für unsere Demokratie. Es ist viel schlimmer in der Wirkung. Die sind der reale Ernstfall für dieses Land, für unser Volk. Das ist ja auch ein Begriff, der ist hochproblematisch. Volk. Ja. Wer mal die Originalurkunde des Grundgesetzes angesehen hat, der wird feststellen, dass das Wort Volk da noch in Großbuchstaben geschrieben ist, extra herausgehoben. Und deshalb rede ich auch nicht von denen, die hier schon länger leben oder von der Bevölkerung. Das ist alles Unsinn und dafür, da darf sich die AfD auch nicht verdrehen lassen. Ja, wir dürfen uns den Mut zur Wahrheit nicht abgewöhnen, indem wir uns irgendwo anbiedern. Meine Frau hat mal zu mir gesagt, wenn du irgendwann nach Hause kommst und eine miese Entscheidung rechtfertigst, indem du so politische Worthülsen formulierst wie Sachzwänge, dann ist es ein veritabler Scheidungsgrund. Ja, das habe ich schon 25 Jahre durchgehalten. Ich habe auch nicht vor, den Zustand zu verändern, aber das ist natürlich nicht meine einzige Motivation. Aber zurück zu den Grünen, denen möchte ich gerne ein bisschen was mitgeben. Wir erleben die Grünen im krampfhaften Versuch, Verbots- und Tabuzonen auszuweiten, die Mauer des Sagbaren immer höher zu ziehen und immer martialischer zu sichern gegen all jene, die offen aussprechen, was im Argen liegt. Das Wort heißt Meinungsfreiheit. Und wir leben in einem Land, und viele, wir gewöhnen uns ja viel zu sehr an Entwicklungen. Wir haben uns ja alle an viel zu viel gewöhnt. Ja, wenn einer von 20 Jahren gesagt hätte, deine Tochter, die kann halt nachts U-Bahn fahren in München, das kannst du vergessen, hätte jeder gesagt, ja doch nicht bei uns, da vielleicht bei diesen Amerikanern da in New York, aber nicht bei uns. Wir haben uns an Zustände gewöhnt, die unhaltbar sind und wir erleben hinsichtlich der Meinungsfreiheit die brutalsten Angriffe seit 1945 durch die Zensurkapos der Neuzeit, diese ganzen regierenden Internetzensierer, der regierenden Alamas, diese ganzen Orwellschen Sprach- und Denkdiktatoren grün-roter Ideologie und längst vergessener Höhepunkt, eigentlich ein Tiefpunkt, sie erinnern sich, war die Scheindebatte, war auch noch relativ harmlos. Dieser grünen Ökofaschisten um den Veggie-Day, ja, der Veggie-Day, also die ganz älteren, heute würde man sagen sehr reiferen, ja, Best-Agers, die entsinnen sich noch, da hat schon mal jemand versucht, mit staatlich verordneten Eintopftagen am deutschen Wesen die Welt genesen zu lassen. Das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nie wieder. Totalitarismus, egal hinter welcher Maske, ist verachtenswert und demokratiefeindlich. Und wenn der AfD unterstellt wird, wir wären keine Demokraten, dann kann ich nur sagen, wir sind der Defibrillator dieser am Boden liegenden, entmerkelten Demokratur, die wir da draußen haben. Und ich freue mich ja, dass die Meinungstotalitaristen und Gesinnungsfaschisten, die inzwischen überall sind, inzwischen zu Rückzugsgefechten angetreten sind, die haben als Ausgeburt dieses missglückten Gesellschaftsexperiment, der zum Glück inzwischen der aussterbenden 68er-Bewegung unsere Gesellschaft
mit ihren Metastasen durchsetzt, infiziert und zum Fieberwahn getrieben. Und die AfD ist die einzig taugliche Medizin gegen diese Seuche und zeigt ihre Wirkung in allen deutschen Parlamenten. Und da bin ich sehr stolz drauf. Und es lohnt sich, wieder Debatten anzuschauen. Ja, das ist natürlich schwer für die, gerade im Bundestag. Ja, es lohnt sich zum Beispiel Phoenix-Debatten. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Phoenix-Debatten angeschaut hat, bevor die AfD im Bundestag war. Das war ja immer so eine Einschlafhilfe. Ne? Phoenix-Debatte oder Kaminfeuer konnte man sich aussuchen. Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Und zum Glück gibt es jetzt die AfD als politisch quasi antiseptische Antwort auf die Zersetzung durch diese Deutschlandabschaffer aller, ich will den Namen gar nicht mehr sagen, ist viel zu oft gefallen, aller Claudia Roth, Cem Özdemir, ganz egal, wie diese ganzen Buffetfräsen der politischen Resterampe heißen. Deren einzige Kernkompetenz besteht ja darin, dass sie gelernt haben, ohne Rückgrat aufrecht zu stehen. Ja, das muss ich sagen, ist ja auch eine Leistung irgendwo. Und sich berufslos fett zu fressen an den Erträgen derer, die andere erarbeitet haben. Und da fällt mir immer der Satz von Konrad Adenauer ein, der mal gesagt hat, das Einzige, was die Sozialisten, da beziehe ich die Grünen selbstverständlich mit ein, das Einzige, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist das auszugeben, was andere verdient haben. Und dieser Satz ist aktuell wie nie. Und da passt auch ein Zitat von Viktor Orban dazu, der gesagt hat, Zitat, alles, was wir seit 2015 erlebt haben, wird noch stärker erneut geschehen. Für diesen Kampf brauchen wir jeden Denker, jeden Aktivisten, jeden Unbeugsamen. Was wir dafür nicht brauchen, sind Maulkörbe. Und deshalb freue ich mich, dass so viele da sind. Ich freue mich ja schon, wenn wir auf der Suche nach dem Aschermittwoch in einigen Jahren die Mercedes-Benz-Welt in Berlin mieten müssen, weil wir den Platz nicht ausfüllen. Die müssen wir dann natürlich nach Bayern verlegen. Das wird das größte Problem sein. Und es ist auch der Grund, warum ich hier bin, weil für mich gehört der politische Aschermittwoch nach Bayern. Es wurde ja ein Politikum draus gemacht. Ja, da haben mich dann Medienvertreter angerufen und gesagt, ja, Herr Kalbes, es ist ein politisches Signal, dass Sie nicht in Thüringen oder Sachsen oder Brandenburg sind. Ja, politischer Aschermittwoch aus meiner Sicht auf die Gefahren, dass ich dann das nächste Mal, wenn ich in Brandenburg bin, die Aschenbecher fliegen. Ich sage es aber trotzdem. Politischer Aschermittwoch woanders. Das ist wie Oktoberfest in Bremen. Ja, das passt halt nicht hin. Und deshalb bin ich hier und ich bin gerne hier. Vielleicht wäre es mal an der Zeit, neue Wege zu gehen. Ich habe da einige Ideen, zum Beispiel die sogenannte Deutsche Umwelthilfe. Sie kennen die Deutsche Umwelthilfe, ist ein scheinbar belangloser Verein, der aber dafür verantwortlich ist, rechtlich Dinge durchzusetzen. Ich rege an, die Deutsche Umwelthilfe als nicht letale terroristische Vereinigung zu verbieten. Die Deutsche Umwelthilfe ist eine Organisation, die mit ideologisiertem Ökofaschismus Millionen Bürger terrorisiert und in Angst und Schrecken versetzt mit der Durchsetzung von Dieselfahrverboten, die ja in der Realität aber tausenden Menschen schlaflose Nächte und Existenzängste bereitet. Das sind nämlich Menschen, die sich keine Hybrid- oder Elektroautos aus dem Ärmel schütteln können. Ja, das sind dann die Leute, selbst wenn sie sich so ein Elektroauto, ja, wenn sie das machen, was sich die Grünen so vorstellen, da werden ja immer planlos irgendwelche Ausstiegsdaten, werden ja da immer, na, wir steigen dann der Verbrennungsmotor, ja, Ministerpräsidentenkonferenz, der Verbrennungsmotor wird abgeschafft bis 2035. Der Einzige, der übrigens nicht mitgestimmt hat, ganz interessant, war Herr Kretschmann von den Grünen, ja, weil der hätte sich nämlich,
der hätte schauen müssen, was in Baden-Württemberg passiert oder ob er vor Magazinwechsel noch die Tür erreicht, wenn er sowas mitentscheidet. Ja, deshalb hat er es nicht getan. Und in der Fantasie dieser grünen Pathologen ist es dann so, dass die Menschen also mit diesem Ausstiegsdatum unter das Bett greifen und diese Schuhkartons, wo diese Geldbündel gestapelt sind, und sich dann so ein Elektroauto kaufen und dann völlig verzweifelt, egal ob in Niederbayern oder in der Uckermark in Brandenburg, durch die Gegend irren und die nächste Steckdose suchen. Ja? In Regionen, wo es noch nicht mal ein funktionierendes Internet gibt. Ja, wir haben ja in weiten Bereichen, das betrifft Bayern auch, das betrifft die ganze Republik, wir haben ja keine Funklöcher. Ja? Wir haben ja Netzlöcher in der Funkwüste. Ja? Jedes Reisfeld in Südkorea hat eine bessere Internetanbindung als wir in weiten Teilen dieser Republik. Ja, Und ich frage mich immer, wie die das da machen. Wenn diese IS-Terroristen im Nordjemen aus ihren Höhlen heraus ihre Terrorvideos streamen. Ja, und ich verzweifelt versuche, in manche Regionen eine E-Mail zu verschicken. Ja, und dann erzählt mir diese Bundesregierung, wie innovativ wir sind, was alles passieren muss. Aber wir kennen diesen billigen Mechanismus, das ist ja immer vor den Wahlen, ja, das sind die Ostwahlen. Warum sind die Ostwahlen so wichtig? Weil die eine Signalfunktion haben. Weil der Osten der Eisbrecher sein wird für den Erfolg der AfD. Und es wird dann, wenn immer vor den Wahlen, werden dann diese Probleme neu entdeckt, ja, die es gibt. Und da heißt es, wir haben völlig festgestellt, die Rente ist zu niedrig. Völlig überraschend wurde festgestellt, die Rente ist zu niedrig. Ja, und da wird die Rente mit viel Tamtam und Konfetti, wird dann die Rente erhöht um ein paar Prozent. Und dann die ganzen Senioren, die blättern dann diesen Kreuzfahrtkatalogen und denken sich, wohin mit der Rentenerhöhung? Ja, das ist dann ähnlich wie die Kindergelderhöhung, ja, die Kindergelderhöhung. Da wird dann, das ist eine familienpolitische Maßnahme, wir haben ja keine Familienpolitik in dem Land, wir haben betreutes Aussterben. Ja, nichts anderes ist das, was hier passiert. Und dann wird im Zuge derselben Konfetti-Maßnahmen das Kindergeld dann erhöht um 2,50 Euro. Die Eltern wissen gar nicht, wohin mit der ganzen Kohle. Und trotzdem kann mir keiner erklären, warum ich auf Babywindeln 19% Steuer zahlen muss und auf Eselsalami 7%. Das verstehe ich nicht, ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe es nicht. Aber zurück zu ernsteren Themen. Ich habe es angesprochen. Das sind diese vermeintlich kleinen Dinge wie so ein Dieselfahrverbot, was so viele Menschen betrifft. Wir sind in Brandenburg speziell davon betroffen. Wir haben 400.000 Ein- und Auspendler jeden Tag. Jeden Tag, das ist bundesweit die höchste Quote. Das ist der kleine Handwerker, der nicht mehr nach Berlin fahren kann, wenn er davon betroffen ist. Das sind kleine Handwerker und mittelständische Unternehmer. Die sichern unseren Wohlstand. Die sichern unseren Wohlstand und nicht... Und nicht die Großunternehmen mit ihren Steuersparmodellen, sondern es ist der kleine Unternehmer von um die Ecke, der kann sich keine Anwaltskanzlei in Frankfurt am Main leisten, die ihm erklärt, welches Rennpferd er sich kaufen muss, damit er gar keine Steuern mehr zahlt. Das kann der nicht, der Mann. Und das sind die Leute, die für unseren Wohlstand, das Rückgrat unseres Wohlstandes sind, mit allem, was dranhängt. Der letzte finale Schlag wird jetzt gegen die deutsche Automobilindustrie geführt. Da hat wenigstens noch was funktioniert. Ja, aber das schafft die Regierung auch noch. Ja, das ist ja ganz fantastisch, machen die auf allen Ebenen. Ne, einige wissen es, ich war 12 Jahre lang Fallschirmjäger. Und wir schaffen das im Bundeswehrbereich ja genauso.
Also so effektiv wie Flinten-Uschi von der Leyen diese Truppe demilitarisiert. So viel Geld hätten die Chinesen oder Russen während des Kalten Krieges gar nicht ausgeben können für Spione. Ja, jetzt haben wir Flugzeuge, die nicht fliegen, Schiffe, die nicht schwimmen, U-Boote, die nicht tauchen können, mittendrin eine frustrierte Truppe, die überfordert ist. Aber das scheint ja in Deutschland Schule zu machen. Was ist übrig geblieben vom Land der Dichter und Denker, vom Ingenieurstum? Wir haben in Brandenburg, ich habe ja im Landtag das zweifelhafte Vergnügen gehabt, 3,5 Jahre lang im Ausschuss, Sonderausschuss des Nichtflughafens BER zu sitzen. Ja, 7,5 Milliarden. 7,5 Milliarden. Was passiert jetzt? Die einen oder anderen werden es gelesen haben. Was ist jetzt, was passiert an diesem Nichtflughafen? Da hat jetzt Volkswagen Autos hingestellt, die nicht fahren dürfen. Wegen der Abgasnorm. Die parken. Das ist ein Riesenparkplatz. Also ein Parkplatz für 7,5 Milliarden. Ja. Und das ist bezeichnend für den Aggregatzustand dieser Republik. Da steht also auf einem Flughafen, wo nichts fliegen darf, Autos, die nicht fahren dürfen. Ja, das ist Irrsinn. Und an der Spitze dieses Irrsinns stehen diese Grünen. Und deshalb ist die AfD auch die positive Konterrevolution gegen diese Renaturierungsfantasten und Back-to-Steinzeit-Apologeten, diese Psychopathen und ihrer medialen und pseudowissenschaftlichen Steigbügelhalter und Speichellecker, die uns nicht nur irgendwelche Modellbauvarianten von Elektromobilität und Landschaftsverspargelung mit Windrädern, die gar nicht unsubventioniert bestehen könnten, als Zukunftsmodell verkaufen. Aber der Wahnsinn kennt ja keine Grenzen. Es ist schon einiges über Gender-Gaga gesagt worden. Das kann man ja noch toppen. Ja, ich habe neulich, das ist schon eine Weile her, ein paar Monate, ich habe in der Zeit, also wer noch Zeitung liest, in der Zeit einen Artikel gelesen über Objektsexualität. Ja. Jetzt fragt sich vielleicht doch noch der eine oder andere, was ist denn Objektsexualität? Ja. Also es ging um die dramatische Geschichte einer Frau, die sich in einen Kran verliebt hat. Ja, da lachen Sie. Das haben die da ernsthaft geschrieben. Ja, die hat sich in einen Kran verliebt und nun liegt es ja im Charakter von Baustellen, also den BER mal ausgenommen, dass die irgendwann zumachen. Dann war der Kran natürlich weg. Ja, und die schwer traumatisierte Frau hat sich dann vertrauensvoll in die Hände von irgendeinem Geschwätzwissenschaftler begeben, um ihr Trauma da zu bekämpfen. Es ist auch schon was gesagt worden, kurz zum Thema Akademisierungswahn. An diesen Geschwätzwissenschaftlern mangelt es uns ja nicht. Ja, die befüllen ja dann, Sie kennen das aus den, also wer noch Fernsehen guckt, Sie kennen sie aus diesen Fernsehsendungen, das sind diese zerzausten 12-Jährigen, wahlweise Extremismusforscher, Friedensforscher, Konfliktforscher und wie all die anderen heißen, die Luft wegatmen und später noch auf unsere Kosten in Pension gehen. Und wenn ich zynisch wäre, würde ich sagen, versenken Sie mal 10.000 Soziologen und versenken Sie mal 10.000 Busfahrer und dann schauen Sie, wer fehlt. Aber dass Wahnsinn keine Grenzen kennt, ist ja nicht nur aus der Psychiatrie bekannt, sondern schlägt sich auch in Alltagspolitik nieder. Der neueste Trend in Sachen ideologischer Klimapsychose lässt sich inzwischen in der Theorie finden, dass der beste Beitrag zum Klimaschutz ist, keine Kinder mehr zu kriegen. Also das ist wirklich, gibt es ernsthafte Theorien zu, also quasi Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Die pseudowissenschaftliche Erklärung kommt aus Schweden. Schweden, ne? Schweden ist Land, das geschafft hat, seit dem Beginn der Einwanderung die Vergewaltigungsrate im Bereich zu erhöhen. Explosionsweise, wo sich blonde Mädels die Haare färben inzwischen. Aber es hat natürlich nichts mit der Einwanderung zu tun, das ist schon klar. Ja. Das haben wir ja gelernt, der Islam hat ja auch nichts mit dem Islam zu tun. Ja. Also die pseudowissenschaftliche Erklärung kommt aus Schweden von einem sogenannten Wissenschaftler namens Seth Wienes oder Weines, ist mir auch wurscht, wie der heißt, von der schwedischen Universität Lund, der feststellt, der Verzicht auf Kinder ist der Studie zufolge bei Weitem die wirksamste Klimaschutzmaßnahme, das rechnet er auch aus,
Jedes nicht in die Welt gesetzte Kind bedeutet eine CO2-Einsparung von 58,6 Tonnen im Jahr. Zitat: Das freiwillige Aussterben der Menschheit ist die menschliche Alternative zu unmenschlichen Katastrophen. So heißt es auf der deutschen Homepage, kann jeder nachlesen. Die Psychopathenvereinigung, von der ich rede, die heißt Voluntary Human Extinction Movement. Es ist eine Frage der Zeit, wann dieser rot-grüne Wahnsinn auch in Deutschland ankommt. Ableger gibt es schon. Mein Vorschlag an diese rot-grünen Verbotskader und Klimapsychopathen wäre ein symbolischer Massensuizid zur Senkung des persönlich verursachten CO2-Ausstoßes. Das wäre mal ein Beitrag, mit dem wir klarkämen. Und was diesen schwedischen Wissenschaftler angeht, dieses Männchen ist ja mutmaßlich aus derselben universitären Müllhalde geklettert, die uns auch hier in Deutschland 200 Genderlehrstühle geschaffen hat. Bernhard ist schon darauf eingegangen. Ich kann diesen ökoperversen Gesinnungsfaschisten als Vater von drei Kindern nur zurufen: Macht weiter. Bitte sterbt aus. Meine Kinder werden nicht für eure Menschenfeindlichkeit arbeiten, und euer Alterselend habt ihr redlich verdient. Ihr wolltet ja keine Kinder. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass wir dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen müssen. Und es kann gar nicht oft genug gesagt werden. Die, die mich kennen, wissen, ich sage es auf jeder Veranstaltung, ich sage es so gerne. Wenn immer ja, die AfD ist die Ursache für dieses oder jenes. Die AfD ist die Ursache für gar nichts. Der Erfolg der Alternative für Deutschland ist die Antwort auf das Versagen der Altparteien. Hätten die ihren Job richtig gemacht, dann gäbe es uns überhaupt nicht. Dann würden wir unseren Berufen nachgehen. Wir haben nämlich welche. Auch zum Thema vermeintlicher Fremdenfeindlichkeit muss ich auch was sagen. Also die AfD ist fremdenfeindlich. Ja. Also wenn ich fremdenfeindlich wäre, müsste ich erstmal meine Frau rausschmeißen. Die hat auch keine deutsche Geburtsurkunde. Das habe ich nach den schon benannten 25 Jahren nicht vor. Nicht nur, weil ich mir die Scheidung nicht leisten kann. Nein, wir sind nicht ausländerfeindlich, aber wir sind dezidiert inländerfreundlich. Das sind wir. Und es sind viele Menschen unterschiedlicher Herkunft, die sich gut integriert haben in dieses Land. Die hier arbeiten, die ihre Steuern bezahlen, die zu uns gehören. Und ja, es gibt auch Muslime, die inzwischen zu Deutschland gehören. In mehreren Generationen, es gibt türkische Zahnärzte, die aus Neukölln wegziehen in Berlin, weil sie sagen, ich möchte, dass mein Kind vernünftiges Deutsch lernt. Ja, diese Menschen gehören zu Deutschland. Und nein, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und diese Trennung... Und zu dem Thema vermeintlicher Fremdenfeindlichkeit möchte ich auch mal einen Franzosen zitieren, Alain Finkielkraut, der mal gesagt hat, Zitat: Weil ich der Überzeugung bin, dass der Antisemitismus und die Ausländerfeindlichkeit in Frankreich und Europa ein Randproblem wäre, wenn unsere Gesellschaft nicht gegen ihren Willen in multikulturelle Gesellschaften umgeformt worden wären. Der Populismus ist eine Reaktion auf dieses Phänomen der demografischen Veränderung. Europa wollte das nicht. Die Regierungen haben das nicht ernst genommen, was die Gesellschaften dachten, und müssen das heute teuer bezahlen. Ohne Angela Merkels, wir schaffen das. Und die Million Einwanderer, die Deutschland 2015 aufgenommen hat, hätte es keinen Brexit gegeben. Aber wir schaffen das, war einfach Unsinn. Und der Mann steht jetzt nicht in Verdacht, besonders AfD-nah zu sein. Ja. Das ist die Situation, in der wir sind. Jetzt wird angegriffen in den Parlamenten, und heute ist es vorher schon gesagt worden, die Arbeit, die wir machen, ist wichtig. Die Arbeit, die wir machen, ist wichtig, weil wir der Stachel
im Fleisch der Etablierten sind, aber mehr als das. Weil es ist natürlich Unsinn, wenn es heißt, ja, die AfD ist so eine Gegenpartei. Das, die Leute haben sich die Zeit nicht gelassen, mal in so ein Parteiprogramm zu gucken. Das ist voll von Ideen und voll von Lösungen. Und da muss ich ganz klar sagen, ich freue mich auch, also mir macht es Freude. Da im Landtag, wenn ich da morgens reinkomme, und dann laufen mir die ersten Linken über den Weg und ich sehe mir, schaue mir diese Darmverschlussgesichter an, ja, dann hat sich, dann habe ich die ersten 3% meines politischen Kampfauftrages schon erfüllt. Ja. Und ich muss sagen, nochmal zum Grünen, ich kann es ja nicht lassen. Also den Grünen glaube ich, dass die glauben, was sie sagen, wenn ich mir die so anschaue. Ja, die kommen dann auch rein in diesem gewaltfrei gestrickten Wollpulli aus Fairtrade-Wolle, ja, mit ihrem ebenso gewaltfrei gezapften Mineralwasser, schaue mich dann total verklärt an und sage, ja, Kalbitz, der Diesel, es wird hunderttausende Tote geben. Die glauben das, was ich da sehe. Und die braucht politisch kein Mensch in diesem Land. Und die gehören genauso auf die Müllhalde der politischen Geschichte wie irgendwelche sozialistischen Gesellschaftsexperimente, die nur Schaden und Elend angerichtet haben in Deutschland und der Welt. Ich schaue immer zum Stefan runter, weil das mich dann runter... Ich habe ja immer... Kurz halten ist nicht meine Stärke. Ja. Jetzt bin ich, habe ich mir das angeschaut, was da im Karneval gelaufen ist. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich mal diesem Merkel-Klon Kramp-Karrenbauer beispringen muss. Aber diese gesinnungsfaschistische Hysterie, ob ihre Aussagen, die hat mich schon überrascht. Aber es ist ein Indiz dieser medialen Minderheitendiktatur, dieser Berufsfunktionäre des 3. bis 67. Geschlechts und dieser Steigbügelhalter aus Geschwätzwissenschaftlern vorbei an den weniger schrillen, an der weniger schrillen und hysterischen Mehrheitsgesellschaft. Weil das ist das, da wundern sich die Etablierten immer, ah, die Asozialdemokraten völlig verzweifelt, ah, wo sind sie alle, die Arbeiter? Ja, weg sind sie, weil sie sich den ganzen Tag nur noch mit Gender-Gaga und Minderheitenfetischismus beschäftigen. Ja, was anderes machen die ja nicht mehr. Diese Mehrheitsgesellschaft, also diese langweiligen Menschen wie ich, ja, die ein, das muss ich ja auch erst lernen, ja, ein heteronormatives Geschlechterbild haben. Ja. Dachte mir, huch, ich habe ein heteronormatives Geschlechterbild. Dachte mir, vielleicht gehst du in die Apotheke und holst dir was. Ja, das hört sich schlecht an. Und natürlich erfolgt dieser Einfluss auch über die Sprache. Und natürlich kämpfen wir um die Sprache und natürlich, also die AfD möchte den Raum des Sagbaren erweitern. Nein, wir möchten den Raum des Sagbaren wiedergewinnen. Ja, es ist... Ich möchte Autobahnen und Zigeunerschnitzel sagen können, ohne politische Konnotation. Ich möchte auch sagen können, wer macht Kaffee? Das möchte ich auch sagen dürfen in diesem Land. Und die Tatsache, dass wir darüber diskutieren, zeigt, in welchem erbärmlichen Zustand das ehemalige Land der Dichter und Denker ist. Wir haben in Deutschland 8 Millionen funktionale Analphabeten. 8 Millionen funktionale Analphabeten. Das Land der Dichter und Denker, Goethe, Herder, Schiller, wer sich noch erinnert. Was ist ein funktionaler Analphabet? Das ist jemand, der die Buchstaben und Wörter zwar erkennt, aber den Sinngehalt der Wörter und Sätze nicht mehr begreift. Gut, wenn ich mir manche Behördenformulare anschaue, dann geht es mir genauso. Das ist ein anderes Thema. Was ist aus uns geworden? Und dagegen steht die AfD. Es geht um die Wiedergewinnung von Normalität. Es geht um nichts anderes. Es ist keine... Es ist keine extremistische Forderung, zu verlangen,
dass meine 16-jährige Tochter nachts sicher nach Hause kommt, ohne bewacht werden zu müssen. Es ist keine extremistische Forderung, zu sagen, jemand, der 40 Jahre seine ganze Arbeitskraft einsetzt, muss in Würde alt werden können. Das ist keine überzogene Forderung. Und es ist keine überzogene Forderung, zu sagen, dass das Geld, das wir hier erwirtschaften in diesem Land, natürlich erst unseren Leuten zugutekommt und dann den anderen. Und es war... Und es war Milton Friedman, der, du weißt Gott, auch nicht in Verdacht steht, AfD-nah zu sein, der mal gesagt hat, wir werden uns entweder offene Grenzen leisten oder eine funktionierende Solidargemeinschaft. Beides zusammen wird es nicht geben. Übrigens war illegaler Grenzübertritt schon immer illegal. Also der ist es jetzt auch noch, ja. Und es zeigt auch die Verkehrung des Rechtsstaates. Also wenn Sie in diesem Land strafrechtlich verfolgt werden wollen, dann zahlen Sie Ihre GZ-Gebühren nicht. Ja, oder Ihren Strafzettel, wenn Sie das Problem haben, dass Sie ein geregeltes Einkommen haben und einen festen Wohnsitz. Also das ist natürlich angeschmiert. Millionenfacher illegaler Grenzübertritt, kein Problem. Gewisse Straftaten mit dem richtigen kulturellen Hintergrund, auch kein Problem. Konkretes Beispiel dazu aus meiner jetzigen Heimat Brandenburg. Da hat also ein Tschetschene seine Frau niedergestochen, hat sie dann sicherheitshalber den Balkon runtergeworfen, ist hinterhergelaufen, hat ihr noch die Kehle durchgeschnitten, als er unten lag. Also das war natürlich kein Mord, ne? Das war Totschlag. Weil es scheint da so üblich zu sein. In was für einer Welt leben wir? Wir haben längst eine Mehrklassengesellschaft. Wir haben eine Mehrklassenkrankenversorgung. Und wenn jemand über diese Grenze kommt, ja, über dieses, Sie kennen ja, ne, über den großen Teich, ja, fährt die ersten 2 Meter aufs Wasser, dann sind ja auch schon diese NGOs da und sammeln ihn ein. Da verliert er natürlich auf den 2 Metern bis zum NGO-Boot, das ihn dann nach Italien bringt, immer seinen Pass, nie sein Handy. Ja, das konnte mir auch keiner erklären, warum die immer nur ihren Pass verlieren und nie ihr Handy. Dann sind sie da, stolpern hier rein, nuscheln Asyl. Dann sind die ja minderjährig, auch ganz viele sind ja minderjährig. Sie kennen ja diese 12-jährigen, minderjährigen Syrer mit Bart. Ja. Dann kriegt er das Grundgesetz in die Hand gedrückt, die ersten paar Seiten übersetzt, in Paschtu oder Urdu, ist ganz egal. Dann gibt es diese Broschüre, ich weiß nicht, ob Sie kennen, es gibt von der Bundeszentrale für Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung so eine Comic-Broschüre, was man so mit deutschen Frauen machen darf und was die nicht so mögen. Ja. Und dann schüttet man vorne einen Deutschkurs rein und glaubt, hinten kommt ein Deutscher raus. Was für ein Blödsinn. Ja, und weil dieser 12-jährige Syrer mit Bart so traumatisiert ist, tanzen dann natürlich, früher hießen ja minderjährige unbegleitete Flüchtlinge Muffels. Ja, die Abkürzung ist jetzt geändert, das hört sich irgendwie nicht so gut an. Und dann tanzen da sind wir wieder bei den Geschwätzwissenschaftlern, tanzen dann 5 Sozialtherapeuten um den werfenden bunte Bällchen zu, ja, dass er die Finger von unseren Töchtern lässt. Das Ganze kostet dann, die kriegt er nicht, kostet dann 5.000 Euro im Monat. Und meine Mutter hat nach 40 Jahren Arbeit und 2 Kindern 584 Euro bekommen. Und deshalb ist es Zeit, dass wir dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Und ich weiß, es ist ein Aschermittwoch. Ich weiß, es ist ein Aschermittwoch, da soll man immer heiter sein. Aber trotzdem ist die Motivation, warum wir hier sind, natürlich eine ernste. Und die Motivation, die ich habe, ist, ich möchte nicht in die Situation kommen, dass ich meine Kinder oder Enkel mal fragen, was hast du damals getan? Was hast du damals getan, als die Raute des Grauens Angela Merkel und ihre Machterhaltungsklicke dieses Land... als die Raute des Grauens und ihre Machterhaltungsklicke dieses Land an die Wand gefahren hat.
dann möchte ich nicht sagen, ah, ich war so mit beschäftigt, mein Reihenhaus abzubezahlen, weil das abbezahlte Reihenhaus ist im Kalifat nämlich ganz genau gar nichts wert. Dann möchte ich sagen, ich habe mich mit allem, was ich bin, und habe eingesetzt, dieses Land als Heimat zu erhalten. Holt euch euer Land zurück!